Wer ist der König der Piraten? Tom Cruise. Warum liegt da ein Kabel auf dem Tisch? Kabellos durch die Nacht. Kabellos durch die Nacht. Der Fuchs, der hat jetzt direkt einen. Ja, der Fuchs. Der ja, Fuchs? Das ist eigentlich eine Füchsin. Ich bin der geilste Typ der Welt, Alter. Ohne zu wissen, bin ich der geilste Typ der Welt. Das ist was Ich habe auf diesen jungen Mann gewartet, der gesagt hat, wir gehen ins Kino. Das war vor 2 Monaten. Seitdem hasse ich ihn. Deswegen bin ich alleine gegangen, ohne euch. Hast du gut gemacht. Wärst du mit mir gegangen, wären wir zusammengegangen. Nee. Doch, wärst du mit mir gegangen, wären wir zusammengegangen. Ihr müsst mehr Walnüsse essen. Nicht andere Nüsse. Walnüsse. Die Nüsse von Walen? Die sind so groß. Einer reicht. Was hast du da? Was hast du da? Eine Walnuss. Genau wie Vanilleeis. Geröstete Walnuss. Ja, klatsch mal. Einmal hier. Bah. So, jetzt Intro-Mintro. Intro-Mintro. Habemus Papam, nee, Habemus Trainer. Deutschland hat einen Nationaltrainer, offiziell seit heute. Und herzlich willkommen zu Growman Sport, das ist immer noch ein Sportpodcast. Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Die wollen mal nicht den Mann festnageln auf den Job, ne? Boah, der hat nur eine Arbeitsbestätigung bis nächstes Jahr nach der EM. Boah. Ja, aber ja. Ne? Aber ist das schlau, was er gemacht hat? Weil ich hätte... Er hat so jungen Jahren, schlau. Ja, aber 6 Jahre lang nichts machen, nee, bis 2026 nichts machen und dann 6 Millionen pro Jahr kriegen, ist mehr als bis zu 4 Millionen pro Jahr. Ja, kriegen. Aber wenn du die ganze Zeit rumgammelst zu Hause, hast du auch keinen Bock. Weiß bei ich 6 mehr. Millionen gammel ich gerne rum und mach nebenbei noch Geschäfte. Aber der ist jung, 36, der will ja, irgendwie noch was erreichen, weißt du, was ich meine? Der Feller ist 36. Kommt aus dem Wald raus. Mit denen habe ich wieder einen Bären zu rupfen. Boah. Meine Güte, ey. Schon wieder ein Bären. Ja, wirklich, der macht nur Stress. Seitdem wir diesen Podcast haben, als wenn der Algorithmus sich darauf eingeschossen hätte, dass ich jede Woche eine Nachricht kriege und ich so, schon wieder ein Bär. Schon wieder ein Bär. Aber diesmal geht es nicht um ihn, sondern es geht wieder an Verwandten wahrscheinlich. Weil es ist ein weiblicher Bär. Mhm. Aber dazu später, bevor wir ja wieder die Themen durcheinander bringen. Erstmal den Nagel auf den Kopf. Richtig. Ne? Den Nagel in den Mann. Also, Völler ist niemals 36 Jahre. Übrigens, da ist nämlich mir kurz vor der Sendung eine Information zugetragen worden und die mich sehr fasziniert hat und die ich jetzt mal in den Raum schmeiße. Von meinem Informanten in dieser Familie, dass nämlich der Nagelsmann der zweitjüngste deutsche Nationaltrainer ist. Ja, aber der jüngste seit dem. Warte. Der zweitjüngste? Ich will das erstmal, dass das passiert. Nicht, okay, dass du direkt weißt, worum es geht. Entschuldigung. Lass mich überlegen. Nein, du kommst nicht drauf. Also wenn du da drauf kommst, dann ich bin da komplett... Dann gehen wir. Gehen wir. Warte. Kannst du nicht wissen. Also wenn du es weißt, dann wäre... Okay, Jürgen Klinsmann. Ja. Nein. Hätte ich jetzt gesagt. 136. Ja. Guck mal. Ich habe überlegt so. Klinsmann war 2006 Trainer. Ja. Aber was haben wir denn mitgekriegt? Wir haben Beckenbauer mitgekriegt, der war auf jeden Fall älter als 36. Danach kam Joachim Vogt, der war auf jeden Fall älter als 36. Dann kam Ribbeck, war jeden Fall, der war jenseits der 60. Dann kam Völler, danach kam Klinsmann mit Löw. Löw war auch schon jenseits der 36, das heißt Löw kam danach und danach kam Hansi. Also so gesehen habe ich überlegt so, okay, nein, wenn wir jetzt nachher an die 50er, 60er gehen, aber das waren alles so Schlapphutträger, die waren auf jeden Fall. Nein, also seit den 30ern, nach dem Zweiten Weltkrieg ist Nagelsmann der jüngste Trainer und davor war wohl irgendwann mal ein jüngerer. Otto Nerz war es, der damals als Reichstrainer, der 1926 gar erst 34 Jahre und 85 Tage alt war. Nagelsmann wird bei seinem Debüt am 14. Oktober in den USA 36 Jahre und 83 Tage alt sein. Und damit ist er zumindest der jüngste DFB-Trainer der Nachkriegsgeschichte. Druckt er auch in Nerz? Der Otto Nerz. Otto Nerz. Otto Nerz. War er erfolgreich? 26, da ist nichts passiert. Also bis 54, also da ist nicht viel passiert. Also glaube ich nicht, weil da gab es keinen Weltmeistertitel und so, also war nichts. Aber krass, ja. Auf jeden Fall, ja, da wir jetzt in der Moderne sind. Du hast schon recht, ne? Ich würde auch lieber 6 Millionen im Jahr verdienen und Eier schaukeln irgendwo auf einer Insel und so. Aber wenn du so jung bist, ist natürlich, weil dann kommst du in Vergessenheit. Irgendwann, wer ist denn der Nagelsmann nochmal? Was hat er gemacht? Ja, Bayern. Der hat 6 Millionen pro Jahr verdient dafür, dass er nichts macht. Aber ist doch egal. Ich meine, 6 Millionen. Deswegen hat ja auch der Vorstand vom FC Bayern gesagt, also
Wir stehen dann dem nicht im Weg. Der ist ein super Trainer, der ist ein super Trainer. Nehmt den, könnt ihr haben, könnt ihr haben. Nehmt den auf jeden Fall. Hauptsache, wir können in unserer Bilanz das rausstreichen, das Gehalt. Welche bis 26 hätte er angestellt gewesen? Haben den bis 26? Bis 26, glaube ich. Krass. Das wären noch, wie viel noch? Wie viele Jahre noch? Vier, ne? Drei. Was haben wir für ihn, ja? Wir haben 23. Fast schon 24. Überleg mal. Ich komme da voll durcheinander. Ja, ich sollte letztens so ein Datum aufschreiben. Habe ich geschrieben, so, ich weiß nicht mehr was, ne, 2007. Was? Ich so, das fühlt sich komisch an. Ein Kollege sagt, wie 2007? Ich so, was haben wir denn? Ja, sagt er 2022 oder so. 2021, 2022, ja, okay, 2007. 21, nee, 23. Das war schon. Also, das war, also die 8 scheidet das war 2020. Die 8 scheidet völlig. Das war 2020. Irgendwie sowas, ja. Und dann hast du 22 geschrieben. Ich habe 2007 geschrieben. Ah, 2007 geschrieben, okay. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe so einen Fehler in der Matrix. Deine Festplatte hing seit 2007. Was? Du bist wie hier der Mitch McConnell. Was? Wer ist das? Der Typ, der. Achso, der, ja. Freeze, Motherfucker! Freeze, Motherfucker! Freeze. Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, dadurch, dass er so und so jetzt nicht mehr bis zur EM irgendwo eine Anstellung bekommen wird, außer wenn er sich irgendwo reinzeckt und wenn man ihn anfragen würde und sowas, und dann muss er Bayern ihn trotzdem, aber die werden ihn gehen lassen, wenn er ein gutes Angebot kriegt. Aber das ist halt, ja klar, was willst du danach machen? Ich meine, der Löw geht jetzt auch wieder auf Jobsuche gerade und er meinte, wenn ein interessantes Angebot kommen würde. Aber man wird ja gerade ihn in Verbindung bringen mit der türkischen Nationalmannschaft. Wen? Den Jogi. Jogi Löw will zu den türkischen... Also will nicht, aber weil die haben jetzt den Kunst rausgeschmissen. Weil weißt du warum? Warum der Löw das machen will? Ja, weil er dann schon berühmt ist. Also da ist ja... Der hat nein. Ja einen, ich frage mich jetzt nicht, welchen der Istanbuler Club er trainiert hat. Warum. Da gibt's ja 15. Also irgendwo in der Türkei trainieren, ne? Ich weiß warum. Ja. Wegen den Hammams. Hammams, nein. Da, die ich sag's euch warum. Oh. Nee, ich sag euch... Ich hätte gedacht, wegen den großen Nasen. Nein, wegen Sucuk. Ah. Ja, Knofi-Wurst. Du kennst doch Jogi hier und so. Knofi-Wurst. Jofi, die Jofi-Wurst. Ja. Ach, deswegen. Deswegen, Theorie. Alter, jeder hat so seine, jeder hat seine Verbindung zu Jogi. Jeder hat seine Theorie. Also Hose, ja, Nase. Knoblauch. Der macht immer so schön Knoblauchwurst. Aber kennt ihr das? Der hat erstmal hinten und dann vorne und dann hat er reingerochen. Und dann haben die das irgendwann mal rausgeschnitten, weil die haben gesagt, irgendwann dürfen die das nicht mehr zeigen. Aber das hat immer wieder gemacht. Und dann gibt es, das Beste war ja immer dieses so und hat die Hände gegeben und dann dem anderen die Hand gegeben, der hat die andere Hand gegeben. Und irgendwann hast du dann die deutsche Nationalmannschaft gesehen, die so gemacht hat. Funny. Lustig. Head and Shoulders machen? Ja, und für Nivea-Produkte. Ja. Es tat Nivea als beim ersten Mal. Schön. Rauschmeißthema? Ja, der Bär will schon wieder nach Hause, will schon wieder die Arbeit verweigern. Jetzt bin ich frisch. Jetzt bist du frisch. Was gibt es denn eigentlich so Neues in Bären? Nee, warte, wir müssen noch gerade sagen, noch, ne, der hat sich jetzt den Fifi, den Sandro, jetzt auch noch dazu geholt. Ja, das war gesagt, ja, der war ja schon hier bei Dinger dabei, beim Völler. Ja, aber das war ja nur interimsmäßig. Aber der meinte, ja, meine ich ja, ja. Er hätte wohl jetzt mit Sandro Gespräche geführt und Sandro hätte wohl das Handy auf seiner Seite zum Glühen gebracht, weil er so passionate gesagt hat, wie er das jetzt auch angehen würde. Und da hat er gesagt, der Mann muss auch weiter an der Außenlinie bleiben und so. Damn. Der Mann, der gesagt hat, er war der beste Stürmer, den Bayern jemals hatte. Dazu Ibrahimovic. Ja, mal Zlatan. Hat er so ein bisschen, er wollte ihm nachmachen und sagen, ich war der beste Stürmer, den Bayern je hatte. Und denkst du, wer ist dieser Sandro? Hat er überhaupt gespielt? Der hat 7-mal für die Nationalmannschaft gespielt und wurde eingewechselt ein paar Mal bei Bayern München. Dann kam er so aus Hoffenheim und keine Ahnung. Aber war das nicht der auch bei der WM einmal ausgenockt wurde und danach an sich nichts mehr erinnern konnte? Nee, das war der Christa Berg. Kramer. Das kam doch nicht so weit. Der hat die Schulter ins Gesicht gekriegt, ist umgekippt, ist aufgestanden und hat gesagt, Schiri, wann ist denn das Finale? Und der Schiedsrichter so, Alter, raus. Es hört auf, in die Vergangenheit zu kramen. Oder irgendwas sowas mit so, wie ist das Finale ausgegangen? Ne, das wird ja noch gehen. Ne? Aber wenn ihr fragt, wann das Finale ist, Hertha. Ne, fährt ihr auch die Linie 18? Oder das wäre witzig. Ja, da hinten geh. Katakomben. Das ist die Station, Haltestelle. Und runter und dann rechts. Das ist die Haltestelle. Das war ein krasses Finale. Guck mal, da ist eine Schatztruhe. Wo? Kramer. Also. Ah, ja. Der Mann, ey. Richtig schlecht. Hat jetzt 3 Minuten im Hintergrund, hat er so überlegt. So, Kram. Ja, auf jeden Fall wird das eine sehr junge, agile Truppe werden, weil ich glaube, der Sandro ist ja auch erst gerade mal Mitte 30 oder so. Ja, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ob die Deutschen da was reißen, keine Ahnung. Ne? Ob der Nagelsmann so der Typ ist, der die Deutschen dann mal so... Du bist vorbelastet bei dem Mann. Warum? Weil du ihn nicht magst. Du musst ihm einen clean slate geben und sagen, lass ihn einfach mal machen. Ja, aber ich hasse ihn. Hass ist ein starkes Wort. Ja. Wenn er jetzt die kurdische Nationalmannschaft trainieren würde, würde ich ihn trotzdem hassen. Okay. Ein Mensch ist ein Mensch. Und die Bären-Nationalmannschaft?
Gibt es eigentlich so Flocken? Hast du, ist es eigentlich in der Tierwelt so, wenn jetzt der wirklich der Otto Nerz, stößt das dann auf, der Name? Also hast du dann Gefühle beim Spielen, ja, dann spielen Nerz, wir nicht mit. Dann wirklich? Verweigern wir, boykottieren wir das Spiel. Wegen Nerz, ne? Ja, klar. Weil das ist ja auch ein Tier dann, ne? Aber Nerz ist ja mehr so Marder und so etwas. Ja, aber es ist ein Tier. Trotzdem. Ist ja egal. Der ist doch auch, der ist doch auch Tiere. Ja, aber ich lasse das Fell da liegen. Du weißt ja, dass Chuck Norris auch so einen Bärenteppich bei sich zu Hause hat. Aber der Bär ist nicht tot, der traut sich noch nicht aufzustehen. Ich esse ja auch die kleinen Wiesel, Miesel. Ja, ich lasse das Fell aber liegen. Ja, siehst du? Ja, für, die für tragen wen? Das. Für den ja, Kopf. Genau. Wie alt war denn jetzt, als der Trainer war? 34 schon ein paar Tage. Oh, so wie ich. Du bist 34? 34. Alter, für mich bist du immer noch 16. Wie viele Tage? 34 und? 27. Also du hättest noch Chance jetzt, wenn du dich beim DFB bewerbst. 27 Tage. Du könntest noch 22. Achso, wir haben den. Aber du könntest noch, wenn du jetzt noch den. Kannst du noch Bewerbung schreiben und so. Auf jeden Fall. Apropos, deutsche Frauennationalmannschaft hat gerade 2-0 gegen Dänemark verloren. Ja. Warum? Weil ich schlecht war. Nagelsmann sollte die mal. Nagelsfrau sollte die trainieren. Was für Nagelsmann sollte mal die Frau nageln? Gibt es die Nagelsfrau? Ja, ist komisch. Also ich habe gerade nur die Zusammenfassung gehört. Das muss wohl, die müssen sehr verunsichert sein gerade. Also der DFB macht wohl gerade keine große Nummer auf keiner Ebene. Ja, was habt ihr sonst so erlebt in der Woche? Was ja, dann kommen wir mal wieder. Wenn du jetzt schon zu dir kommst. Zu mir. Was? Nein, ich habe eine krasse Story gehört. Und zwar bei einem Routine-Checkup bei einer amerikanischen Airline haben die Techniker in dem Maschinenraum Fake-Plastikteile entdeckt. Und haben gesagt, hey, was ist das denn? Plastikschrauben, Plastik, keine Gehäuse. Und so, was ist das? Dann haben die recherchiert und nachgeforscht und herausgefunden, dass es eine Firma in London herstellt. Dann sind die auf die Seite gegangen, auf die Homepage. Auf der Homepage waren nur zwei Sätze da. Ein Foto von dem CEO, Mitarbeiter, null. Dann haben sie Adresse angegeben, geguckt, Google Maps. Das liegt irgendwo außerhalb Londons, in einer kleinen Baracke. Und der hat Millionen kassiert und hätten die das nicht gecheckt, ey, was meinst du, was dann für Unfälle passiert? Aber was hat der gemacht? Der hat Plastikteile hergestellt, die haben die bestellt und Plastikschrauben, Plastikteile, Blechdinger, keine Ahnung und keine hochwertigen. Also die haben Ersatzteile für Flugzeuge gesucht, also irgendwie Schrauben und so, aber der hat dann nicht Schrauben geschickt, der hat Plastikschrauben geschickt. Und das ist nicht aufgefallen? Oder? Nicht. Und die haben das gecheckt und dann haben die entdeckt, aber erst was ist das? Wie kann denn sowas passieren, bitte? Alter. Stell dir, du sitzt in so einem scheiß Flieger auf einmal so, oh, da löst eine Schraube. Ja, das weiß ich, wie viele Unfälle passieren, wenn die darauf wahrscheinlich zurückzuführen sind. Und ein Mitarbeiter, der ist der CEO, der macht das selber irgendwie so ein. Der bestellt es wahrscheinlich aus China. Ganz ja, ehrlich? Und schickt ganz das ehrlich, das ist ein Geschäftsmodell. Der ist, also der schlaue Mann. Der hat Kohle. Geht der immer Schlauste wieder Kohle. War aber dieser Nigerianer, der war richtig schlau. Der einen Flughafen an, was war das, Brasilien oder so verkauft hat? Für 250 Millionen und diesen Flughafen gab es nie. Wie geht das denn? Ja, das frage ich mich auch. Wie dumm kann man sein? Dass Grundstück man das, vielleicht. Der hat einen ganzen Flughafen, nicht verkauft, Flughafen den es nicht 25 gibt. Millionen. Diese nigerianischen Scammer, ne? Die sind richtig hart. Ja, eigentlich muss man denen irgendwie so ein Geschäftsmodell bzw. so eine Firma gründen mit denen und die einfach nur Kohle scheffeln. Die machen da echt. Ja, ist so. Aber welcher Idiot, kauft denn einen? Aber jetzt mal ehrlich, welcher Idiot kauft denn einen Flughafen, den er selber nie besucht hat? Den er nie gesehen hat vorher. Wenn ich was kaufe, will ich das erstmal vorher sehen. Ja, aber stell dir mal vor, das sind Unternehmen, die haben 50, 60, 70, 80 Milliarden. Für die sind 205 Millionen. Ja, aber trotzdem willst du doch gucken. Du schickst doch wenigstens jemanden los. Meinst du, der hat den Vertrag dann stehen gehabt, gekauft, wie gesehen? Ja, wahrscheinlich irgendwie so der Nigerianer. Gekauft und versprochen. Hier ist Flughafen, der guckt nur Dschungel. Alles Betrüger rein. Aber wenn wir schon beim Flugzeug sind, ganz kurz. Habt ihr von der F-35 gehört? Wo der Pilot schleudert es gemacht. Hier, schleudert es. Wo ist der Knopf hier, ne? Hat er so gedacht. Und dann? Habt ihr es gehört? Er ist ausgestiegen wohl, ne, weil irgendwie ein Defekt war. Und ist irgendwie in einem Backyard gelandet von den Typen. Und der Typ hat dann gesagt, was machst du? Sag ich, wer ist das nochmal? Schleudersitz gemacht, ich habe mich gerettet. Aber ich weiß nicht, wo das Flugzeug ist. Der so, wie, du weißt nicht, wo das Flugzeug ist? Ich weiß nicht. Haben die angerufen, meine Polizei, ja, brauchen einen Krankenwagen und alles. Warum? Ja, hier ist jemand in meinem Backyard gelandet mit einem Fallschirm. Hä, wie? Ich verstehe das nicht. Ja, und dann sagt er, ja, ich bin vom Militär. Aber ich weiß nicht, wo der Flieger ist. Wie, du weißt, wo der Flieger ist? F-35, eines der teuersten Flugzeuge, die es gibt. Ja, 4 Kampfjet. Milliarden wahrscheinlich. 100 Millionen. 100 Millionen? Ich weiß nicht, wie viel. Also wohl eines der teuersten Kampfflugzeuge, die es gibt. Und ja, ich weiß nicht, wo die ist. Und die haben eine Woche lang oder so danach gesucht, glaube ich. Oder? Also mehrere Tage haben die auf jeden Fall überall in Amerika, auch die Anwohner überall gefragt, wo könnte das Flugzeug sein? Die Leute sind rumgelaufen, haben gesucht, nicht gefunden, keine Ahnung. Aber skurril ist es,
dass so ein modernes Kampf... Aber es hat doch GPS und keine Ahnung. So, einfach weg ist. Es war wohl ausgeschaltet. Und ich habe gehört, jemand hat es mir erzählt, dass er auch abgesprungen ist, das Ding aber auf Autopilot war und dann noch ein bisschen so durch die Gegend geflogen ist. Scheiße, was findest du denn so? Und deswegen haben die überall gesucht, wo ist das Ding? Das Ding war doch in der Luft. Und dann abgestürzt. Ja, irgendwo abgestürzt und jetzt glaube ich wohl gefunden worden. Aber ich habe es vor ein paar Tagen gelesen und da muss ich gut lachen. Ey. Ja, es ging ja durch die Presse, weil die gedacht haben, wie kann man so ein Flugzeug verlieren? Ja, das meine ich. So ein teures Ding und ist weg. Ich habe der Pilot, Frank. Ich habe keine Ahnung, wo das Flugzeug ist. Ich habe nur Milliarden, ich habe noch nie gehört, dass einer dieser Scheißdinger ein paar hundert Millionen kostet. Ja, weil du mit den Nigerianern. Hat denn einen Bär Ahnung vom Flugzeug? Nein, weil er mit den Nigerianern Geschäfte macht. Die verkaufen immer. Stimmt. Flunten. Die verkaufen immer direkt so. Flunte gefährlich? Gibt es eigentlich Bären in Nigeria? Ja. Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung, aber ich sehe gerade, also es gibt Bären, Bären in Afrika. Aber gibt es Bären in Afrika? In deiner Hose. In meiner Hose, das wollte ich, das ist ein Monster. Monster. Bärensichtung im Magic Kingdom. Ein Bär wurde am Montag im Magic Kingdom Park von Walt Disney World Resort gesichtet, was zu einer vorübergehenden Schließung einiger Bereiche führte. Disney kriegt auch keine Pause gerade. Gut so, ich hasse Disney. Ich habe gehört, dass diese Parks noch sehr viel Umsatz machen, obwohl ja auch die Menschen wohl zu wenig Geld haben, um die zu besuchen. Und die haben wohl drei große Standbeine. Das sind die Parks, das ist dieses Filmgeschäft und Stream. Boah, zum Glück, boah, ich hätte mich nicht mehr dran erinnert. Das sind immer das Problem. Die heiligen drei, ne, kriegst du noch nicht mal zusammen. Normalerweise kriegt man vier nicht zusammen, weil man sich nur an drei erinnert. Aber ich habe noch nicht mal drei zusammen. Also die vier scheiden völlig aus. Die vier scheiden da. Die fünf scheiden völlig aus. Die letzten beiden Standbeine, die wir gerade aufgezählt haben, sind ja sehr kosteninneffektiv. Ne? Streaming-Service, ich glaube, 4 Millionen Abonnenten weniger. Filme, 900 Millionen weniger eingenommen dieses Jahr. Aber die Parks sind immer noch sehr gut. Also deswegen versuchen sie jetzt gerade nochmal. Da denkst du halt, dass die Firma ein bisschen pleite ist, weil die Aktie auch runtergeht. Aber dann sagte der Chefbetreiber der Parks, sie wollen in den nächsten 5 Jahren 60 Milliarden in die Parks investieren. Und immer denkst so, die sind nicht. Also wenn ich nichts wenn ich nichts Geld habe, dann habe ich auch nicht 60 Milliarden. Für die Parks und so. Ich könnte auch 10 Düsenjäger kaufen. Ja, ist so. Vielleicht kriegen die das Geld von beiden. Hast du dann Kontakt nach Nigeria? 10 Düsenjäger, bitte. Ja, aber hier, was ist denn das? Das ist eine Bärin gewesen. Ja, aber die dachten alle, das wäre so ein Spielzeugbär. Warte. Er hat noch eine Frage. Warum sehe ich so aus? Was wollen die dann machen mit 60 Milliarden da investieren? Ja, Gelände kaufen. Ariel holen, oder? Nee, egal. Das ist wie hier Phantasialand. Die kaufen halt Areal, das kostet schon mal verdammt viel Geld, weil du musst Land kaufen. Und dann musst du halt, die haben gesagt, die werden weitere Filmfranchises aufbauen, wie zum Beispiel, hat er gesagt, es gibt halt noch keinen richtigen Avenger-Ride oder sowas, Avengerland. Oh, okay. Dann gibt es noch kein richtiges, dann haben sie gesagt, es gibt auch kein reales Wakanda. Das ist natürlich super geil, wenn du natürlich sagst, komm, du machst so eine richtige Stadt, die aussieht wie Wakanda. Ne? Ja, so wir haben die ganzen Schwarzafrikaner dahin und richtig. Dann sind sie, Wakanda. Ja, genau, Wakanda forever. Wakanda forever. Wakanda. Auf jeden Fall, stimmt, das ist ja, ne, die müssen ja renovieren, die müssen ja alte Attraktionen wegmachen, neue reinmachen. Manchmal fährst du auf dem Rollercoaster und sagst, boah, super, nach 5 Jahren fährst du auf dem Rollercoaster und sagst, das ist ja gar nichts mehr. Und dann hast du so einen Freefall, sagst, ah, geil, und dann ist gar nichts mehr, deswegen musst du immer wieder neu investieren und neu bauen. 60 Milliarden ist jetzt nicht ohne. Ja, über 5 Jahre. Aber die haben bestimmt von beiden bekommen, das Geld. Nicht von beiden? Oder von Zelensky. Nee. Der hat ja Probleme mit dem, wer ist immer der DeSantis in Miami? Ach so, ja. In Florida. Ja. Der will ja raus, der will ja weg haben, ne? Und Texas hat ja, wir nehmen euch den offenen Namen, ne? Deswegen haben die ja gesagt, ne, die haben Probleme mit der Politik und haben halt eher Probleme, jetzt noch die ganzen Ländereien dazu zu kaufen, um sich zu vergrößern und so. Aber die brauchen das halt. Das ist der einzige Wirtschaftszweig, der bei denen noch funktioniert. So, okay. Geht auch pleite. Der Bär, was war jetzt mit den Bären im Disney World? Der hat ja zur vorübergehenden Schließung geführt, weil da eine Bärin rumgelaufen ist. Ich will ja keinen Verwandtschaftsgrad mehr ausrufen. Das war jemand, der sich verkleidet hat. Nee, die haben wirklich nachher die Wildjäger reingeschickt, die haben den Bär betäubt und da rausgetragen. Also auf jeden Fall kein getötet? Betäubt, natürlich. War das Balu der Bär? Das war eine Bärin. Balu die Bärin? Die Bärin. Balu. Und er befand sich in einem Baum auf dem Gelände des Parks. Oh. Wahrscheinlich gedacht so, hier findet mich keiner. Der will auch mal eine Runde drehen. Und so. Sie. Das war bestimmt die Spionin von Cäsar bei Asterix und Obelix. Boah, die auf beste Stelle. Wenn ich so gucke, sieht man mich nicht. Wenn ich so gucke, sieht man mich in halb. Boah, ich habe dann Lachfläche bekommen. Ich lag im Kino auf dem Boden. Jetzt hier aber wieder ernst werden. Ja, bitte ernst werden. Okay. Wo waren Sie? Erklären Sie uns das. Warum? Wir sind jetzt in der, was haben wir, 27. Folge heute? 27. Ja. Wir haben, glaube ich, und seit, ich glaube, jede Woche haben wir ein Thema, wo es um Bären geht. Was ist los in dieser Welt? Schräg, ne? Alles. Ja. Ein bisschen. Ich sage euch warum. Es gibt so viele Menschen auf der Welt. Das Problem ist,
Wir leben ja in der Welt von den Aluhüten, ne? Damit wir auf das Thema kommen, weil alle Leute sagen ja, wir sind ja Verschwörungstheoretiker und sowas hier. Wer sagt das? Ihr, das ganze Internet sagt. Eher Verschwendungstheoretiker. Und wenn man jetzt böse ist, könnte man ja sagen, dass wir vielleicht die Bären losgelassen haben, damit wir die haben. Ja, genau. Jetzt hast du es gesagt, Mann. Auf jeden Fall. Ich mache meine eigene Verschwörungstheorie. Wo sitzt der Bär? Wo sitzt Mr. X? Wo Mr. Ja. F-35 vielleicht? Das ist genau wie, wenn so Leute Romane schreiben, wie sie Leute töten und dann sterben Leute in der Umgebung und dann sagen die auch nur so, ja, ich habe das nur das Buch geschrieben, also ich bin ja nicht wirklich, und dann sagen die so, aber es passt genau auf diesen Fall. Das ist genauso wie auf der Autobahn, alle paar Kilometer steht da Ausfahrt. Dann kannst du auch sagen, wieso gibt es denn überall Ausfahrt in dieser Sendung? Ist das nicht die Stadtausfahrt? Ja, das war mal eine große, sehr große Stadt. Eine riesige Stadt, überall wo ich hinfahre, steht Ausfahrt. Das ist auch nein, die Stadt. Nein, weil die Menschen sich ausbreiten und die Tierwelt, wo soll die hin, die haben? Meine, die Natur. Ja, aber du ist siehst ja nicht natürlich, so, als wenn wir jetzt jedes Mal ein Reh. Aber das ist doch schon, das ist doch schon länger. Das ist doch schon länger. Aber seit 27 Folgen ist es Bären News noch mehr geworden. Das kann ich sagen. Ja, aber dann kannst du auch sagen, Wölfe gibt es auch in jeder Sendung. Oder auch letztens habe ich in Tankstelle Berlin habe ich einen Fuchs gesehen, der Pommes. Das ist normal. Das ist normal. Ja, in der Kölner Stadt siehst du auch schon Füchse. Ja, in London siehst du nur Füchse. In Köln gibt es auch einen Fuchs. Wo sollen die hin, die armen Tiere? Hat er gerade gesagt. Nicht? Hat er gerade gesagt. Hört nie zu. Hört ja nie zu. Was? Fuchs. Ja, wo sollen die Tiere hin? Ja, aber es fällt halt nur auf, dass wirklich die Bären langsam... Ja, die rasten aus. Das ist genauso wie, wer war das nochmal letztens, habe ich gelesen, waren das die Araber oder die Chinesen, die schütten ja schon Land auf und ich glaube, selbst da gehen die Bären hin oder sowas. Araber oder Chinesen sind fast dasselbe. Nein, irgendwie jemand, die zu viel Geld haben, die gerade zu viel investieren, weil die Chinesen bauen ja auch Häuser, die keiner braucht und die Araber bauen gerade Land, die wollen ja das, wollen ja brauchen Land wohl gerade. Und die schütten das gerade mit Sand auf, damit die neue Inseln machen. Und selbst da sind wahrscheinlich die Bären schon so. Ja, so. Nee, und denkst du, Alter, wir machen extra neues Land. Wir machen neues Land. Und die gehen nicht dahin. Und dann. Nein, wir gehen nicht dahin. Da gibt es keine Brombeeren. Es gab mal einen Freestyle von Mystical. Mhm. Das ist ja bei einer Radioshow und Freestyle. Und dann sagt der Typ war so crazy. Ja, es gibt einfach zu viele Menschen. Übrigens, wisst ihr, wie viele Menschen überhaupt auf diesem Planeten gelebt und gestorben sind? Insgesamt. Gelebt haben und gestorben sind? Insgesamt. Drei. Du? Sieben. Was war nochmal die Frage? Menschen haben auf diesem Planeten je gelebt und sind gestorben? Ich sage 40. Das ist nicht so viel. Ich sage 40. Was? 40 was? Milliarden. 40 Leute? 40 Milliarden. Nee, ist so viel. Du? Von alle Zeiten? Von alle Zeiten ist so viel. Ich sage... Wir sind bei 7. Wir sind bei 8, aber es ist in letzter Zeit. Nee, wir sind bei 8. Bei 8. Ja, aber wir sind extrem gewachsen in den letzten 30, 40 Jahren. Ja, aber wir sind 8. Aber das heißt nicht, dass. Ne, 8, 7. Du musst ja gucken, wie viele Jahre hintereinander. 15. Milliarden, du? Ja. Also 40, 15? Dann kannst du nur mal verlieren. Du hast schon. Der hat 3 gesagt. Ich sag 23. Nein. Alles ich sag viel mehr. Ja, falsch zusammengerechnet. Schätzungen zufolge 100 Milliarden. 100 Milliarden. Ne? Ja, ich sage das viel mehr. Siehste, instinktiv wollte ich 100 sagen. Du hast ja immer, jeden Tag sterben ja Leute neue und du hast 7 Milliarden. Ja, aber dafür, dass die Weltbevölkerung eigentlich zu wenig war, um das zu wirklich zu addieren. Wir haben jetzt genau ein Zehntel jetzt. Einfach 100 Milliarden, das ist schon. Ja, aber guck mal, die haben ja... Ich habe gewonnen, yeah! Ich will Beweise dafür. Und ein holländischer Mathematiker hat 1627 berechnet, dass die Welt, der Planet, 13,4 Milliarden Menschen ertragen kann. Mhm. Mittlerweile sagen die Forscher, 11 Milliarden ist schon, dann ist die Grenze erreicht. Der Holländer, wie gesagt, hat gesagt, 13,4. Wir sind schon an der Grenze. Also hier passt nur noch einer. Wer möchte hier sitzen, soll seinen Brief schreiben. Wissenschaftlicher Fakt hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Und einfach wegschicken, irgendwo hin. Ja. Komplett aus der Bahn geworfen. Ja. Wisst ihr, wann der letzte Mensch mit einer Guillotine in Frankreich exekutiert worden ist. Ist nicht so lange her. Ist gar nicht so lange her. Also 1957. Nee, ist noch 76. Nach dem ersten Star Wars Teil. Ja, irgendwas 80er. Ja. 79 war das, ja. 79, glaube ich. Nee, in den 80er noch, oder? Nee, 79 nicht, war das. Ja, aber Star Wars ist 77. Star Wars ist 77. Ja, 79. Ja, doch, 79. Aber sowas, auf jeden Fall so Anfang, Ende 70er, Anfang 80er. Wurde das letzte Mal jemand mit einer Guillotine... Geile Fragen momentan. Wann wurde Mars und Snickers, Mars und Snickers, glaube ich, erfunden? Entdeckt. In den 20er Jahren. Ja. Ich dachte irgendwie 80er. 1930. 1930. Ja. Aber ich dachte, er hätte, wie gesagt, 80er Jahre oder so gedacht. Aber ich fand letztens interessant... Ich kriege die Dinosaurier, müssen wir jetzt seinen Sohn fragen. Aber es gibt wohl diesen Stegosaurier. Ja, der hat die Platten so. Genau. Und dann gibt es ja den Tyrannosaurus Rex. Und ich habe letztens den faszinierenden Fakt gehört, weil die würden ja immer zusammengeschmissen. Die leben aber nicht in der gleichen Zeit. Und der Tyrannosaurus Rex, boah, hier haben wir eine richtige, der ist richtig, der will die Information haben gerade. Gerade sich das direkt vorgestellt so. Pass mal auf, der Tyrannosaurus lebt näher an der Erfindung des iPhones an
anstatt einem Stegosaurier. Das stimmt. Nicht sein. Also so viel Zeit ist vergangen. Ja. Und das ist faszinierend, oder? Also, dass du denkst, du packst ihn in einen Topf oder denkst du, Jurassic Park, die haben alles zusammengelebt. Nee, der lebt wohl, der ist wohl entfernter verwandt als zu der Erfindung des iPhones. Ich überlege, ich glaube, ein Stegosaurus kam bei Jurassic Park gar nicht vor. Da kam ein Brontosaurus vor. Ja, das ist ja egal, die haben die ja komplett gezüchtet. Deswegen aber Stegosaurus ich, einer von denen hat auf jeden Fall. Ist es ja einer Jurassic von denen hat auf jeden Fall eine Plaid. Der hat gewartet. Das ist so wie so, hochrot, so ein Bär so mit hochrotem Kopf. Die, da kommt der Raum aus dem Ohr. Jetzt habe ich hier jetzt die Stelle. Deswegen ist eigentlich das Jura-Zeitalter, Jurassic. Ne? Deswegen haben sie wahrscheinlich erst mal geguckt, was da. Aber die haben dadurch, dass sie alles geklont haben, konnten die so und so alles reintun, was sie wollen. Aber warte mal, also haben die Jura studiert? Jurazeit, also bitte. Nee, Kreide. Die haben mit Kreide geschrieben. Die stehen bei dem in der Kreide. Ich stehe mit Kreide. Wieso sagt man das eigentlich? Wieso stehen an der Kreide? Wahrscheinlich haben die vorher aufgeschrieben. Aber wie viele Jahre sind das von? Stehen an der Tafel, Tafel aufgeschrieben. Die stehen auf den, wie viele Jahre sind das ungefähr? Auf die Frage, ich wusste, dass sie kommen wird und ich bin darauf nicht vorbereitet. 60 Milliarden. Ich glaube, 65 Milliarden. Sorry. Man sagt 65 Milliarden. Ja, aber sag mal ja generell zu Dinosauriern. Die sind ausgestorben vor 65 Millionen Jahren. Von 65 Millionen sind gestorben. Und dann ist der letzte. Deswegen heißt der Film ja auch 65. Der da mit den ja, hast du genau, gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Und? Ich sag mal so, wenn M. Night Shyamalan den gemacht hätte, hätte er vielleicht den wichtigsten Teil ans Ende des Films gepackt. Aber du weißt direkt am Anfang. Ja, das ist das Schlimmste, wenn man das macht, ne? Aber im Trailer war das schon drin. Wenn ja, ich mag den Typen noch nicht. Wer ist der nochmal? David Schwimmer? Ne, wie ist der? Schwimmer? David Schwimmer mag ich auch nicht. Der andere. Adam Driver. Ja. Richtig, ja. Ich mag den auch nicht. Der eine macht den und der andere macht. Wir fahren hier auf den Baum. Deswegen haben die den genommen, weil er Driver heißt? Nee, wegen Ferrari. Der spielt ja den Ferrari. Ich wüsste gar nicht. Nein, aber schon mal zurückzukommen darauf. Also wir reden ja davon, dass die Dinosaurier vor 65 Millionen ausgestorben sind. Das heißt, so gesehen müsste ja dann der Stegosaurier mindestens 66 Millionen Jahre vorher gelebt haben. Mindestens. Wenn du dann hast du, dann ist der Und wir tun die aber alle zusammenpacken. Wir denken also, die Dinosaurier waren alle so happy, so vor 65 Millionen haben die so Selfies gemacht zusammen. So wie die japanischen Mädels. Touchei. Aber stimmt wohl nicht. Krass. Das ist wohl wirklich, war ein sehr langes Zeitraum, also Zeitalter zwischen. Ich reite mich total in die Scheiße zwischen Jura, Kreide, keine Ahnung, wie die da gelebt haben. Wenn du das ganze Zeitalter auf eine Uhr legen könntest, 65 Millionen Jahre bis jetzt ist gerade ein Tag vor Weihnachten vergangen. Was? Die 65 Millionen Jahre. Ja. Achso, damit du das Bild verbildlichst. Achso. Ist gerade von 24. Ist dann Weihnachten heute? Weihnachten. Ihr Säcke. Verarscht ihr mich hier? Ist Weihnachten dann heute in dem Bild? Oh, bin ich schwindelig geworden. Ach so, dieses Jahr Weihnachten. Ja. Ah, jetzt wird das Bild klar. Das bedeutet, 65 Millionen Jahre ist ein Tag zum Beispiel auf diesem Kalender. Auf dieser Zeituhr. What up, man? Wir haben beide gesagt, ich guck dir jetzt im Auge, hab ich diese Funkel der Lüge gesehen. Lüge ist echt, das war's. Nein, ich, so nach dem Motto, ja, ich hab's verstanden. Ich hab nichts verstanden. Ja, ich hab's bis jetzt nicht verstanden. Ich weiß nur, Coca-Cola ist fast so alt wie Italien. Ja, das kann sein. Ja, Italien wurde 1856 gegründet. 1861 gegründet. Und Coca-Cola 1886. Ja. Wie beim Tennis. Ich muss mal. Boah, ich schmeiß heute mit Zahlen um. Grimaldi? Ja, Ribaldi. 1 Million. Nein, um halt überhaupt diese Dimension, diese Zahlen sich zu verbildlichen. Sind 65 Millionen Jahre auf dieser Uhr ein Tag gerade mal vergangen. Und das ist nichts, 65 Millionen Jahre. Das ist nichts. Nee, das ist auch nichts. Aber wie lange existiert die Welt? 4,5 Milliarden. Boah, Ketzer, in der Bibel steht was anderes. In der Bibel steht auch, 6000 Jahre. Dass Jesus eigentlich im Sommer geboren ist und nicht an Weihnachten. Siehste? Steht sogar in der Bibel. Habe ich letztens noch am Set den Leuten erklärt, aber die haben es nicht verstanden. Die so, ist doch Weihnachten. Wie viel? Katastrophe. 4,6 Milliarden. Siehst du mal, das ist ja. Übrigens bei den Zahlen, wenn wir hier gerade noch bei den Zahlen sind, bis 1800, also 1800, das Jahr 1800, bis dahin haben davor nur 200 Millionen Menschen gelebt, ständig. Und dann exponentiell in die Höhe geschossen. Und warum? Industrielle Revolution. Ja, Peaky Blinders und so. Die scheiß Peaky Blinders. Kommen wir wieder zu Barbie und so. Oh! Ist aber eine relativ altere Nachricht, weil der Barbie ist ja schon... Eine ältere Nachricht. Ich bin ein bisschen älter als du. Der Druck wird ja von Ausländern fertig gemacht. Oder Marge mit deiner Regierung. AfD, ich hoffe, ihr seht das alles. Wir müssen was tun. Alle verkaufen Drogen. Alle verkaufen, mit F? Das ist ja der Witz.
Ach so. Okay, ja, was denn? Was denn Barbie, was mit Barbie? Kennt ihr die? Kennt. Hast du den gesehen? Nö. Hast du den gesehen? Ich kenne den nicht. Hast du den gesehen? Ja, du hast ihn gesehen. Hast du auch einmal gesehen? Ich habe auf diesen jungen Mann gewartet, der gesagt hat, wir gehen ins Kino. Das war vor 2 Monaten. Seitdem hasse ich ihn. Deswegen bin ich alleine gegangen, ohne euch. Hast du gut gemacht. Wärst du mit mir gegangen, wären wir zusammen gegangen. Nö. Doch, wärst du mit mir gegangen, wären wir zusammen gegangen. Ich rede mal mit dem Intelligentesten dieser Runde. Ja. Wahrscheinlich sagt ihm die 9-Strichlinie was. 9-Strichlinie, ja. 9-Strichlinie. 9-Strichlinie? 9-Strichlinie. Kannte ich vorher auch nicht, war für mich ein neuer Begriff und so. Aber es ist wohl relativ bekannt, weil das eine sehr, ich sag mal so, wässrige Grenze ist im südasiatischen Meer, von den Chinesen gezeichnet, die eine gewisse Vormachtstellung der chinesischen Armee im Meer, also die ne, Gebiete wohl einigermaßen so bezeichnen soll. Und die ist aber von den Chinesen gezeichnet. Das heißt, die anderen asiatischen Länder, zum Beispiel Vietnam, hat da ein großes Problem mit, weil die nehmen sich halt sehr viele Gebiete schon raus und so. Und bei Barbie gibt es wohl in einem Bild im Film gibt's diese mal 9-Strichlinie im Hintergrund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Genau. Du kannst eigentlich ja nur 250 Meilen von der Küste. Vom Land aus, genau, von der Küste aus 250 Meilen als Territorium, eigenes Territorium. Aber hier, die gehen ja bis nach Malaysia. Also es ist ein sehr großes Hoheitsgebiet, was sich die Chinesen wohl unter den Nagel gerissen haben, aber einfach nur, dass es nicht besteht, das ist halt eine Wasserdemarkationslinie, die einfach hingezeichnet wurde, um zu zeigen, da sind wir halt hier die Joes und sowas. Weil normalerweise ist genau das, was du gesagt hast. Im Endeffekt ist ja, sobald du weiter rausfährst, hast du ja internationales Seerecht. Und sowas. Da ist ja fast Wilder Westen. Da ist nachher der Kapitän der wichtigste Mensch und so auf dem an Bord und so. Und da gilt noch andere Gesetze. Ich glaube, da kann man auch Bären nachher aussetzen und sowas, ohne dass es Probleme gibt. Philipp, das ist quasi das Florida von China. Genau, und das ist der große Aufhänger war eben, dass die Vietnamesen das wohl gesehen haben und deswegen wohl den Film nicht in ihrem eigenen Land ausgestrahlt haben. Wie eine Karte Barbie in Vietnam verboten hat. Der Artikel beschreibt, wie eine Requisitenkarte in dem Film Barbie von einigen asiatischen Ländern als Unterstützung der chinesischen Seegrenze interpretiert wurde, die als 9-Strichlinie bekannt ist. Die Karte, von dem Grafikteam erstellt, soll eine kindliche Skizze sein. Und vietnamesische Beamte haben den Film verboten, weil sie die Strichlinie als Beleidigung ihrer Souveränität ansehen. Die philippinische Regierung ordnete an, das Bild unscharf zu machen. Einige US-Politiker kritisieren Hollywood dafür, sich China zu beugen. Das ist quasi nochmal so ein kleiner Aufreger gewesen, warum Barbie international doch für nicht 100% ne, ohne Kritik davon gekommen ist, weil es dann doch irgendwelche politischen Merkmale gab und so. War aber schon im Juli, glaube ich, das Thema und ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich habe es heute durch Zufall dieses Foto gesehen, habe ich gedacht, wenn man mal was in den Hintergrund malt und die Leute trotzdem darauf achten, was da passiert und sowas, dann kann das nachher internationale... Deswegen ist Recherche wichtig, ne? Richtig. Ja, aber marketingtechnisch war das sehr schlau. Ne? 1,4 Milliarden Chinesen, wenn die alle in den Kino gehen, ey, guck mal, geiler Film, der unterstützt unsere nationale... Ja, natürlich, also Marketing war das schon gut, aber sollten Politik da rauslassen, ne? Ganz einfach, das ist ein Film. Aber ja, ich kannte diese 9-Strichlinie nicht. Also es war für mich ganz neu. Ich musste es erstmal. Also war das neu oder war das 9 für dich? Ich wusste das auch nicht. Nein. How is it called? 9-Strichlinie. Nein. It's called 9-Dash-Line. 9-Dash-Line. Nein. 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 Aber auf Chinesisch heißt es nicht 9-Dash-Line. Yap yi sam le im lo sat ba kao. Yap yi sam se im lo sat ba. Gau, sap, gau. Aber das war? Kantonesisch. Kantonesisch. Nicht Mandarin. Mandarin? Mandalorian. Aber wenn wir schon bei Kapitänen sind, wer ist der König der Piraten? Tom Cruise. Goldie Roger. Goldie Roger. Aber, nein, der war nie der König der Piraten. Doch. War der? Goldie Roger, ja. Natürlich. Der war der König der Piraten. Okay, der war der König der Piraten, aber der ist ja nicht mehr. One Piece hat jetzt nach 4 Jahren... Und 61 Episoden oder 62 Episoden den Akt geschlossen mit Ruffy gegen Kaido. Das ging 4 Jahre lang. Krass. Und die letzte Animation, Bombe. Wirklich Bombe, übertrieben gut. Ich hab's gesehen, ich bin ausgerastet. Ich bin noch gar nicht so weit. Also ich hab jetzt. Ich bin noch gar nicht so weit. Ich kann das gar nicht ertragen. Ich bin noch gar nicht tot. Das war, diese Animation ist einfach. Nee, ich bin ja jetzt. Ich gucke, Avan will ja unbedingt mitgucken. Mhm. Und der darf ja nicht alles gucken, aber der will unbedingt mitgucken. Deswegen kann ich halt immer nur 2 Folgen gucken oder so und das war's. Und ich hab jetzt Along Park fertig. Das ist schon krass. Weißt du, was die beste Stelle da war? Wo er den wirklich besiegt hat und alles. Und auf einmal schreit er so.
Nami! Und alle, boah, du gehörst zu uns. Boah, das ist so krass. Das auch mit dem Hut. Das war super. Das mit dem Hut ist einfach legendär, diese Szene. Ey. Früher hieß der Raffi mit Nachnamen Neri. Neri? Raffinerie. Ja. Der war Zuckerproduzent. Monkey die Ruffi. Der war Zuckerproduzent. Ja. Der war aber wirklich, diese Szenen, war, nein, die zwei war. Szenen waren bisher für mich... Das, und wo der Along den Zorro so packt und diese Dingens abreißt und danach so merkt, ey, ja, wie läuft er mit so einer Narbe rum? Und dann guckt der Zorro den so an und dann sagt der Along so, jemand mit solchen Augen ist noch nicht bereit zu sterben. Und Along, ich muss sie auf jeden Fall heute besiegen. Ist, ey, und dann was sagt der Zorro sagt... Ja, bei solchen Narben sollte man sich, bei solchen Wunden sollte man sich ausrunden. Und der so, ja, warum ist er auf. Ich meine nicht mich, ich meine den Oktopus. Die ja. Geil. Ich bin ehrlich gesagt kurz davor, diese Puppe wieder mitzunehmen nach Hause, ne? Niemals. Weil ich ja dann Zorro habe. Mit schlafen, und hier, Brooke, hast du mir auch gegeben. Zorro hier, Mann. Ja. Das ist so cool. Ey, auf jeden Fall. Along hieß im Nachnamen Delong. Ja, Along Delong. Along. Ich muss ganz ehrlich sagen, er lacht heute noch im Bett darüber, vor der Schläfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich, guck mal, ich hab's ja, ey, wie viele Jahre habe ich das nicht mehr gesehen? Aber drei, zwei. Ich bin, glaube ich, bis Along, auf jeden Fall, der kam mir so viel bekannt vor. Mhm. Der Typ mit dieser, der Jaw oder so, wie der, nee. Den habe ich damals schon so gehasst. Aber ich habe das auf jeden Fall noch vieles im Kopf gehabt. Nicht mehr alles, aber vieles. Along und Belong ging zu Delong. So eine Zählung? Der wollte Zählung Tee trinken. Boah. Oh, Zählung ist gut, ey. Zählung Tee ist geil. Ihr seid richtig gut. Heute. Ja. Wortspezialisten. Und der Verletzte, wie hieß der noch? Also, Welong. Der Arme. Armlong. Nur alle überlegen. Ich lese den Buchstaben noch. Welche Buchstaben gibt es denn der noch? Mit dem langen Ding hieß Pelong. Okay, können wir jetzt Thema wechseln? Pelong. Ja. Oder wolltest du, warum hast du angefangen? Ja, ich habe angefangen, Kapitän. Weil ich habe zufällig irgendwie bei Insta, ich habe gescrollt und habe ich so ein paar Ausschnitte gesehen von dem Film. Und ich dachte mir so, boah, nein, ey, das ist keine Ahnung, die Charaktere passen nicht zu dem, was ich so im Kopf habe, was die Animes sind. Also, wenn ich Zorro sehe, was für ein Typ Zorro ist und wenn ich den in Real Life sehen würde, ist der ganz anders als diese Pumpe da. Ja, man und darf, Ruffy darf, genauso. Ja, man darf nicht. Weißt du, wer der Schauspieler, der Sohn, von welchem Schauspieler der Zorro-Sohn ist? Sunny Shiba. Echt? Das ist der Sohn von dem. Aber ich weiß es nicht. Also für mich ist Zorro im Comic so einfach, das ist ein Held. Du darfst, das niemals, ist kein du Held. Darfst niemals ein Original. Sagen wir auch, wenn nicht. Das ein Buch ist darf's und dann eine Verfilmung davon, darfst du niemals vergleichen. Natürlich kannst du nicht das vergleichen. Ist, Vorstellungen sind halt immer anders. Ja, ich aber weiß, wenn Ichiro Oda da sitzt und sagt, nee, das passt, ja, keine Ahnung. Natürlich. Ich weiß nicht, ich bin immer noch hin und her gerissen, ob ich das gucke oder nicht. Mach's. Ich hatte kurz so eine Phase, wo ich gedacht habe, ich gucke das und jetzt gerade ist momentan wieder so. Wirklich, ich habe wirklich, oh, wenn du die Ausschnitte gesehen hast, hättest du gedacht so, warum? Aber ich habe, hier, Legende. Motzen, ich habe mir was überlegt. Ah, nee. Wir gucken hier live die ersten 15 Minuten und dann machen wir eine Live-Reaction. Auch nicht schlecht. Das ist gut. Darf man das? Aber damit ich nur fluchen. Darf man das? Ist egal. Du musst, du zeigst es ja nicht, du reagierst. Das nennt man im Internet Reaction-Video. Reaction-Video. Ja. Oder wie man so schön sagt, so heutzutage, das sind so Captions, wo du immer liest, so Podcast-Stars react to first episode. Genau, sowas. Ja. Also immer so größer machen, als man first ist. First-watching. So. Wir haben letztens gesehen, Americans look at German comedians. Und so. Ja, so, das war ein Typ, der nachher gesessen hat mit so einem Mikrofon und hat deutsche first Comedians watching, Der Schlauste war der Typ, der UFC live gestreamt hat und so getan hat, als zockt er das Spiel. Ah, das war wirklich cool. Das hat er gemacht. Damit der nicht geblockt wird. Sitzt er die ganze Zeit mit seinem Controller und tut so, als würde er zocken. Deswegen müssen wir auch dann, wenn wir das gucken, müssen wir dann, der Titel muss unbedingt sein, ey, so Hot Podcasters Log at the First 50 Minutes. Best Podcasters in Germany. First Watching. Aber das können wir für den Clips-Kanal machen. Wir haben einen Comment bekommen. Aber ist die Frage, ob die 15 Minuten reichen. Warte, wir haben einen Comment bekommen. Aber wir können auch eine ganze halbe Stunde machen und danach runter. Nein, das ist doch cool. 15 Minuten. Nur 15 Minuten maximal. 10 Minuten maximal. Ja, vielleicht müssen wir den besten am Ende der so, lass laufen. Nein, ich lasse nicht. Ich wie gesagt, ich habe zwei, drei Bilder gesehen. Auf einmal. Und dann abschütten. Lass laufen, Mr. X. Lass Mr. X laufen. 14 Stunden später, oh, geil. Was wolltest du sagen? Auf jeden Fall, Kommentar war, ihr seid der schlechteste Podcast mit dem größten Entertainment. Mit dem größten Unterhaltungswert. Das ist doch super. Habe ich gedacht, das ist ein Kompliment. Ja, ich habe das als Kompliment aufgenommen. Es ist ja auch irgendwie. Ich finde, das beschreibt unseren Podcast wirklich gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer du bist, wer das geschrieben hat. Du bist ein guter Junge. Ich fand es echt gut. Aber wir wissen selber, dass wir schlecht sind. Wenn, bei TikTok nur Leute drunter schreiben, wir reden hier über, was war das Thema nochmal? Cinco de Mayo, was war das nochmal? Das letzte Mal mit Mexiko? Ach, mit dem Marathon und mit so. Mit den, ne? Aliens. Ja, ja. Nee, nein, mit den 11.000, wo ich gesagt habe, mit den Aliens. Genau. Und hat jemand drunter geschrieben, Diego Maradona? Fragezeichen. Hast du schreiben, nein, da weiß ich noch nicht mal, was ich drauf antworten soll. Hast du geschrieben, nein, Vic Mackey. Vic Mackey. Aber wirklich, ich habe die ganze Zeit, ich habe mir den Short nochmal angehört und da war nichts mit Diego Maradona. Da ging so, ne, hast du gesagt hier, no, Cinco de Mayo. Aber da hat jemand, Diego Maradona finde ich immer noch den besten Kommentar. Ja. Ich immer denke so. Habt eigentlich von euch jemand die Doku auf Prime gesehen von Diego Maradona? Nein. Alter, super, ich müsste euch angucken. Die ist richtig gut, wirklich, die ist so gut. Nein, die Musik davon, nicht. Santo Alala. Ich finde den nicht gut, fand den nie gut. Den Diego? Bester Mann! Nein, das ist deine Reaktion über egal wen wir reden. Den mag ich auch nicht, was soll ich sagen? Der ist unsympathisch. Ich mag den nicht. Diego war gut. Wenn der Dokumentation über Mr. X rauskommt, dann sagst du auch, ich mag Mr. X. Mr. X war immer so ein arroganter Bär und so. Wen ich nicht mag, ist Pelé. Ich mag den nicht. Keine Ahnung, das ist so seine Art. Ist so, er war ein super Spieler, auf jeden Fall. Aber so seine Art, danach, wie er redet, wie er sich benimmt, wie der so seine Kommentare macht. I don't like him. Aber Maradona, egal was für Scheiße gebaut hat, ich mag den Typen. Ist einfach so, ist wie mein Onkel. Klein, dick, fein. Klein, dick, Drogen. Nein. Klein und dick. Das ist genau wie die Zusammenfassung mit den drei Sachen immer. Wenn du jemanden Italiener beleidigst und sagst, ne, du hast doch, du bist doch arm wie eine Kirchenmaus. Man kann alles über mich sagen. Man kann sagen, ich gehe am Sonntag nicht in die Kirche. Du kannst sagen, dass ich meine Kinder nicht liebe. Du kannst sagen, dass mein Auto vielleicht nicht sauber ist. Aber du kannst nicht sagen, dass ich. Weil er sagt dir drei Sachen, die vielleicht nicht wahr sind. Aber das, was du gesagt hast, nein, das ist nicht wahr. Na. Mach mal die Lyrics auf von Californication, Red Hot Chili Peppers. Ach, das schon wieder. Das wird dich verwundern, Kollege. Ach ja? Ja, weil das Lied ist wie viel? 25 Jahre alt. Ja, das ist echt crazy. Also, wenn man lies mal die erste Line. Psychic spies from China tried to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world and all of Western civilization. The sun may rise in the east. At least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. No. Pay a surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that where you're waging? Why you waging? Gehen wir weiter runter. Firstborn unicorn. Mit, marry me, girl. Nein. Be my fairy to the world. Überspring das. Nächste. Nach den nächsten hier. Der. Space may be the final frontier, but it's made in Hollywood basement. Kubrick. Aha. Kubrick. And Alderaan's not far away. It's kind of weißt du, was ein Alderaan ist? Mm-hmm. Star Wars. Das wird von dem Todesstern in dem ersten Teil zerstört. Also, als Test. Ja. Born and raised by those who praise control of population. Ooh. Ja. Well, everybody's been there and I don't mean on vacation. Ooh. Ja, ist das jetzt... Da was ist, aber was bedeutet das aber jetzt? Aber über die Red Hot Chili Peppers wird ja oft manchmal so was gesagt, dass die auch so hier Illuminati-mäßig unterwegs sind und dies und das. Und wenn du quasi deine Seele an die Industrie verkaufst und dann so einen Text schreibst, dann ist das alles ein bisschen naheliegend, finde ich. Also haben die das extra gemacht? Nicht so, also quasi, ich sag dir, was ist und du kannst eh nichts dagegen machen, du singst sogar mein Lied mit oder was? Maybe. Maybe not. Oder ist es einfach so ein zeitloses Lied, was damals gepasst hat und jetzt auch noch passt? Das kann sein. Wie zum Beispiel hier, Sammy Deluxe, weck mich auf. Die Lyrics. Kannst du heute noch anwenden, ist 1:1 genau, passt zum Ding. Oder guck, die Hexe ist tot. Ja. Ganz immer. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Beste Szene bei Nackte. Aber warum machen die das denn? Warum machen die das, um uns zu mocken? Nein, das ist wahrscheinlich einfach zu zeigen, guck mal, da passiert das gerade. Ja, sind die einzelnen. Aber wir reden ja von Girl with Sweden und so. Hier wahrscheinlich über, wie heißt die? Gutenberg, Kreta. Kreta. Nein, 25, da gabst du doch gar nicht. Ja, das ist ja, warum redet er schon von der? Er hat es verschwunden. Nee, nur einmal. Warum redet er denn davon? Er redet von einer ganz anderen. Er redet von der Sängerin von Cardigans. Nein. Nein, er redet von ABBA. Nein, ABBA war schon längst out. Hat die Latzhosen an? Die Sängerin Cardigans. Von Cardigans? Ja. Der singt über die Cardigans. Nein, der singt über Niam. Hat den Pullover an? Gut, Gretenberg. Ja, keine Ahnung.
Also ich habe es auf Instagram gesehen und dachte so. Aber wenn man Greta Thunberg sieht, man gibt ja auch ganz viele Fotos, wo die auch immer so macht und so. Und hier Öl auf so im einen Auge. Warum, hä? Du bist doch gegen das alles. Auf einmal bist du, gehörst du dazu? What the fuck? I don't get it, motherfuck. I don't know, motherfuck. Eat a bug, eat a bug. Eat a bug, eat a bug, eat a bug. Ja, schön, interessant sowas, interessant. Also man achtet ja nie auf die Texte, ich höre nur die Musik. Ich höre auch nie. Ich bin, Lyriker, deswegen achte ich immer auf die Texte. Aber das war jetzt ein Instagram-Video. Born and raised by those who praise control of population. Vielleicht ist das ein Text aus, von gestern, hat jemand geschrieben. Nö, du hörst es ja. Aber du hörst das. Zeig das Original. Hey, nochmal zu Queen, ne? Dieses We are the champions, ne? Of the world. Ich höre das immer. Warum sagt ihr, das gibt's das nicht? Am Ende, ganz am Ende. Das am Ende sagt er das nicht mehr, aber im Dinger sagt er das öfter. Ja, aber es wird ja immer We are, und dann kommt diese lange Pause. Und dann, of the world. Of the world, das gibt's wohl nicht mehr. Aber warum machen die das, warum soll das weg sein? Das ist aber im Text hörst du das doch immer, also im Song. Mandela-Effekt. Im Song hörst du das aber immer wieder. Mandela-Effekt. Ich höre das auch immer. Guck, ich kann sogar so sagen. Mandela-Effekt. Oh, ein Auto vorbeigefahren. Auto vorbeigefahren. Mandela. 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 Da gab es doch mal diese Werbung, wo so ein Typ in so einer Kneipe auf dem Freeway die ganze Zeit am Putzen ist. Und er macht die ganze Zeit. Macht die ganze Zeit so und putzt. Und dann siehst du, nächster Tag, der wieder am Putzen, am Fegen. Und dann macht er. Und dann irgendwann am nächsten Tag steht da und dann guckt er und dann hört er auf zu putzen. Und dann steht er da und dann siehst du, ein Auto fährt vorbei. Und dann Schnitt da drinnen. Get up, get on. Nee, ich kenne nur von Otto, wo der sagte, sie leben jetzt seit 20 Jahren oder 40 Jahren an der Autobahn. Hat das irgendwelche Schäden? Nein. Das ist so ein alter Autowitz, ne? Sollen wir was Ernstes sprechen? Ich muss auf jeden Fall was Ernstes noch ansprechen. Was was denn? Haben wir keine Angst. Amazonas. Ja, das ist das Thema der Woche. Wir kommen in eine Zeit der Zensur und sowas. Ja, wir werden geblockt. Nicht wir, aber sehr große Sprachorgane, die versuchen halt einen Kanal zu öffnen, die ja versuchen die, ich will jetzt nicht sagen Wahrheit, aber einfach nur ihre Meinung äußern zu gewissen Themen. Oh, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Und sagen sie den Namen. Russell Brand. Oh, Russell Brand, ja, da habe ich schon. Und das ist bekommen. Nicht der gleiche Fall wie bei Tate und wie bei Depp. Joe Rogan oder sowas, sondern das ist ein Fall. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt. Kennt ihr den kompletten Fall? Ich fasse den mal zusammen, also so grob, ne? Also wer das Problem ist, Russell Brand hat quasi über die Plattform wie YouTube ein Millionenpublikum erreicht mit seinen Theorien, wenn es darum geht, Menschen halt ein bisschen die Fakten zusammenzukriegen. Ne? Also er hat ein bisschen erzählt über die Pharmaindustrie und wie viele Milliardäre plötzlich durch die Corona entstanden sind und sowas. Ne? Und er nagt eben daran, dass die, wie man heute so schön sagt, die Mainstream-Medien zu einseitig berichten. Ne? Und dann eher so eine Narrative verbreiten, die eigentlich dem Konsens eher zuträglich ist. Also nicht mehr kritikmäßig, sondern einfach nur den Leuten versucht, die Meinung zu erzählen, die sie halt versuchen, dem Volk unterzujubeln. Also darf jemand was sagen? Ich habe ihn auf Insta gefolgt und der hat früher immer 10-Minuten-Videos da rausgehauen. Und hat alles, was er sagt, sagt er nicht, das ist seine Meinung. Er sagt, das sind Fakten, die er findet. Und er recherchiert auch viel, er lässt auch viel recherchieren und zeigt dann auch die Fakten, wo die Verträge und. Und irgendwann war er bei 4 Millionen Follower oder so, hat dann aber jetzt seine Videos da nicht mehr gepostet, sondern immer nur ganz kurz und sagt irgendwie, für das ganze Video irgendwie auf YouTube oder so. Noch schlimmer, also YouTube hat ihn ja auch jetzt unter den Fittichen, dass er sagt, sie demonetarisieren ihn, wenn er weiter diese Videos veröffentlicht. Deswegen ist er jetzt zu Rumble gegangen. Ja, Rumble ist der nächste Schritt quasi, um freier sich zu äußern. Und da ist er aber noch nicht so monetarisiert wie bei YouTube. Bei YouTube hat er jetzt schon 6 Millionen Follower, macht er halt jetzt aber nur noch die Intros und geht dann nachher live drüber zu Rumble und so. Aber jetzt kommen wir zu dem ersten Fall jetzt, der aufgetreten ist. Nämlich hat jetzt am Wochenende, am Sonntag, Channel 4 eine Dokumentation rausgebracht. Über 4 Frauen, die nach vorne gekommen sind und Russell Brand der sexuellen Nötigung, Beschuldigung und Belästigung zwischen 2006 und 2013. Moment, man muss dazu sagen, Moment, ich dachte, er ist schwul. Warte, nein. Der war doch mit Liz Hurley, wie heißt die? Liz Kate Perry. Katy Perry verheiratet. Katy Perry, der war aber auch mit Dinger davor zusammen, war der nicht mal irgendwie? Auf jeden Fall. Der hat ein sehr promiskures Leben, also der muss überlegen, also seine Biografie zusammengefasst ist, der war mal ein extremer Junkie, aber wirklich hardcore.
hat dann einen Entzug gemacht, ist, glaube ich, jetzt seit über 20 Jahren clean und ist dann aber in diese Sexfalle reingelaufen. Also der hat wirklich promiskut, der hat sehr viel, aber einvernehmlichen Sex gehabt mit Frauen, die jetzt aber jetzt nach vorne kommen und sagen... Man muss sagen, die vier Frauen sind anonyme Frauen. Das heißt, das ist immer gefährlich, weil wenn es anonyme Frauen sind, weiß man nicht, wer sind die? Sind die bezahlt? Und selbst eine Rose Byrne, die das ganze MeToo-Movement losgetreten hat, gesagt, das ist sehr shady, dass die Frauen erstens nicht zur Polizei gegangen sind und zweitens ihren Namen nicht veröffentlicht haben. Ja, das ist immer das Gefährliche, weil dann bist du da, das war ja bei Tate auch, ne? Waren ja anonyme Frauen und so. Das ist halt immer, wenn es anonyme Frauen sind oder anonyme Personen, die einen beschuldigen, boah, es ist immer schwer. Ja, aber anonym für die Öffentlichkeit. Wenn die bei einem Richter sind, wird ja die Identität geprüft. Das muss ja, sonst kannst du ja nicht. Ja, aber das ist das nächste Problem. Diese Dokumentation ist rausgekommen. Russell hat kurz vorher gesagt, es wird am Wochenende was erscheinen. Und es war wirklich am Sonntagmorgen. Ich habe ein Bild gesehen von der englischen Newsstand. Und auf jeder Titelseite war er drauf. Und da stand drauf Russell Brand, ne, Sexual Übergriffe und keine Ahnung was. Also jede Public, also jede Yellow Press hat darüber berichtet. Das war gleichgeschaltet. Das ist Rufmord. Das ist Rufmord, erstens das. Aber jetzt kommen wir zu dem nächsten Problem. YouTube hat direkt am Montag ihn demonetarisiert. Boah. Das ist ein Mensch, der ist noch nicht mal angeklagt, nicht verurteilt. Und es sind Aussagen gegen ihn getätigt worden. Ich sage ja, Rufmord, das ist aber so. Aber die Unschuldsvermutung muss ja gelten. Für richtig. Ihn auch, ne? Auf YouTube gibt es einen Kanal von Cardi B. Nee, wie heißt sie? Diese Rapperin ist auch Cardi B. Ja. Ne? Die hat zugegeben, dass sie in ihrer frühen Karriere aus Not hat sie Männer betäubt und deren Geld geklaut. Mhm. Krass. YouTube-Kanal nicht demonetarisiert, immer noch nicht. R. Kelly sitzt jetzt 30 Jahre im Gefängnis. Der YouTube-Kanal... 30 Jahre schon? Der sitzt jetzt 30. Der YouTube-Kanal immer noch nicht demonetarisiert. Das ist ein verurteilter Straftäter, dessen YouTube-Kanal immer noch Geld macht. Ja. Russell Brand hat noch nicht mal ist noch nicht mal verurteilt worden und sie haben direkt den Stecker gezogen. Jetzt geht das aber noch weiter, dass jetzt die britische Regierung bei anderen Plattformen anfängt, wie zum Beispiel bei Elon Musk und eben bei Rumble. Es gibt wirklich diesen offiziellen Brief von der britischen Parlament, da steht drin, können wir über sie prüfen lassen, ob sie eine Demonetarisierung auch auf ihrer Plattform durchführen können und sowas. Ne? Wo du denkst, so, was hat denn jetzt die Regierung damit zu tun? Das ist noch nicht mal verhandelt worden, das sind Anschuldigungen jetzt gerade. Also wir kommen in den Momentum, wo jetzt plötzlich die Regierung, das ist sehr shady, weil die wollen ihn halt ausbremsen. Und das hat jetzt Wellen gemacht, weil der Rumble-Chef gesagt hat, wir lassen hier alles auf diese Plattform zu und wir sind mit 50% der Leute, die die Meinung äußern, überhaupt nicht einverstanden, aber wir wollen eine freie Meinung hier präsentieren. Ja. Und selbst Elon hat gesagt, warum jetzt Russell? Das kommt aus dem Nichts. Und wenn es darum geht, um sexuelle Übergriffe, wird es andere Leute geben, die viel mehr herausstechen. Das heißt, es ist eine lang angelegte Agenda, um diesen Mann zu machen. Ja, die wollen ihn untot machen, das natürlich. Ist ganz normal. Ja. Aber das war auch klar. Also jeder, der irgendwie mehr Follower kriegt, wir auch irgendwann, wenn wir unsere 4 Millionen Follower haben, werden wir wahrscheinlich... Wenn wir nicht durch diesen Bericht jetzt demonetarisiert werden. Ja, aber vier? Das ist auch wirklich... Das ist halt... Die merken, oh, der kriegt immer mehr Zuhörer, der kriegt immer mehr Dinge, er haut Fakten raus, also geprüfte Fakten. Ich habe das irgendjemand ja auch ans Bein gepinkelt. Und das ist halt gefährlich und du bist im Dorn im Auge, da musst du dich loswerden. Das ist der Unterschied zwischen R. Kelly und ihm. R. Kelly macht sich an Minderjährige zu schaffen, das juckt die nicht. Ja. Aber die fühlen sich angegriffen, weil der quasi an ihr Geld geht, ja. Weißt du? Deswegen denke ich. Der macht halt Sachen Mädels, öffentlich, die nicht öffentlich sein sollen. Ihr kriegt hier ein paar $100,000 oder Millionen Dollar. Das Problem, das Problem ist ja nicht, dass das jetzt kommt, sondern nur wie jetzt quasi nach der Veröffentlichung, was danach passiert. Weil diese Anschuldigung, der hat von vornherein gesagt, irgendwann wird er angegriffen werden. Der Typ, der jetzt diesen Film gemacht hat. Rumble in the Bronx. Son of Freedom. Auch das Gleiche. Ja. Nee, nicht der, sondern der Typ, der, über den der Film geht. Ach so, ja. Angeklagt auch das Gleiche gemacht zu haben. Ach krass. Die haben einfach Anschuldigungen rausgehauen, dass er wohl auch mit 6 Frauen wohl immer einen vernünftigen Sex gehabt hat. Das ist die einfachste. Dass das rauskommt, ist nicht das Problem, weil es gibt immer wieder Leute, eben. Das ist wie bei Tate, dass sie zu Frauen hingehen und sagen: Hier, nimm die Kohle und sag das. Also die Aussagen auch bei diesem Bericht sagen viele Leute, dass diese Medienberichte jetzt bei Channel 4, wo sehr viele Beschwerden ausgelöst haben, weil nämlich die ganzen Aussagen auch zeitlich nicht zusammenpassen von den Frauen, die getätigt worden sind. Eine Frau 2000. Aber ich glaube, das juckt auch nicht. Wenn das überall auf die Zeitungen ist, wenn YouTube den schon blockt, wird er schon... Das ist ja klar, du wirst vorverurteilt. Russell Brand ist ja, der hat ja wirklich auch über den Krieg in der Ukraine berichtet und alles, der hat das alles veröffentlicht. Also guck mal, wie viele Milliarden da reinfliegen, BlackRock, bla bla bla. Und wenn die Leute dann recherchieren und sagen, ey, warte mal, das stimmt einige Sachen, die er da sagt. Ich weiß ja nicht, ob alles stimmt. Ich habe keine Ahnung, ich habe selber nicht recherchiert. Aber wenn die sagen, es stimmt... Dann stehen die alle auf einmal ein bisschen schlechter und das wollen die beschützen. Und deswegen, was passiert, wie kannst du einen am besten mundtot machen? Vergewaltigung. Mike Tyson haben die irgendwann in den Knast gesteckt, weil die einfach keine Chance mehr gegen hatten. Tupac,
Solche Leute immer. Ist ja okay, wenn du die Leute nachher verurteilst und sowas, ne? Dann muss es ja wenigstens den Gerichtsvollzug gehen. Aber wir haben ja gerade gesagt, der ist ja noch nicht mal verurteilt, der straft den. Der ist jetzt also ist noch nicht mal angeklagt. Es wird einfach nur behauptet, was. Und jetzt wird schon Wolf auf der ganzen Welt, der hat seinen Manager verloren, seine Tour wurde gecancelt, sein Book-Deal ist rauf, die wollen ihn komplett pleite machen. Ja. Die wollen ihm komplett die ganzen Möglichkeiten nehmen, Geld zu verdienen, damit er wahrscheinlich angekrochen kommt und nachher sich entschuldigt oder, keine Ahnung, irgendwie versucht, öffentliche Gelder zu bekommen oder sowas. Ne? Also sein Name, Brand, ist schon das Programm, er ist gebrandet, er ist verbrannter Mann. Mit seinem Rüssel. Mich macht nur nervös, dass du, dass eine Regierung sich plötzlich einschaltet und nachfragt bei öffentlichen Kanälen, ob man den Menschen halt direkt demonetarisieren kann. Ja, weil... So, der ist nicht mal verurteilt, der ist entweder nicht angeklagt. Entweder übt jemand Druck auf die britische Regierung aus oder die hängen da selber mit drin und die denken sich... Ja, die hängen ja mit drin. Der hat ja viele Dokumente gezeigt. Leute allein die ganze die Pharmaindustrie hat ja komplett aufgedeckt alles. Ne? Die Engländer sind immer der lange Arm der Amerikaner hier in Europa gewesen. Das haben die schon bei den Irakkriegs und sowas gehabt. Wie kann man sich dagegen schützen, ist die Frage. Gar nicht. Das heißt, mit jeder Frau, mit der du was hast, Fotos und Videos machen? Oder? Frage. Aber das mit Russell Brand ist hart. Also ich habe das auch ein bisschen mitgekriegt, nicht alles. Und ich dachte mir so, Tate hat auch was dazu gesagt, habe ich gesehen. Ne? Tate hat gesagt, keiner hat uns den Rücken gedeckt, als wir weg waren. Aber das ist ein guter Mann, deswegen werde ich ihn noch ein bisschen beschützen und keine Ahnung. Aber mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, der ist sehr ruhig geworden und hat halt nur ein Statement kurz bevor der Veröffentlichung gemacht von diesem Channel-Vorbericht. Und die Mädels wurden halt nie, also sie sind nicht zur Polizei gegangen, sondern die wurden von Redakteuren offiziell angesprochen, ob sie eine Aussage tätigen wollen. Und es gab wirklich Frauen, die gesagt haben, die haben auch mich angesprochen, aber ich habe gesagt, ey, das war, also nee, die Frauen halt, ne? Ja, ich kann. Hast du mit Russell Brand? Ich habe auch Videos. Eklig. Die gesagt haben, nee, er war ein Gentleman, ne? Wir haben halt consensual Sex gehabt und sowas und das war gut und so. Und du kannst jetzt ja nur nach Vermutung gehen, war ja keiner von uns dabei, aber so wie er sich präsentiert, kann ich nicht glauben, weil er wirklich ein. In seiner hochsexuellen Phase, da meinte er, er war richtig tief in dieser Hollywood-Maschine drin, hat ja bei Filmen mitgespielt und sowas, ne? Und da hat er wohl, ja, promiskur Hollywood sich da niedergerüsselt. Ja. Gerüsselt! Hat er niedergerüsselt! Bing. Hat er dabei Nelly Furtado und Timbaland gehört? Promiscuous Girl. Ah, Promiscuous Girl. Jetzt mal kurz zu Dennis Schröder. Habt ihr diese Postgame- Reporterfragen. Ja, der war gut. Erzähl das mal. Alter. Von diesem, ja, das ist geil. Manchmal denke ich mir auch so, was sind das für Sportreporter, die da sind? Da stellt die Frau so eine Frage, hast du denn jetzt Angst, dass deine Mitspieler abgeworben werden könnten und so? Und er so, wie meinst du das? Ja, dass zum Beispiel die USA kommt und danach deine Mitspieler abwirbt. Und dann sagt er so, aber das sind ja Nationalmannschaften. Die versteht das Konzept von Nationalmannschaft nicht. Die denkt, Amerikaner könnten jetzt kommen und die deutschen Spieler abwerben. Was sind das für Fragen? Und das waren 3-4 Fragen hintereinander, so von verschiedenen Leuten, wo ich mir dachte, Leute, habt ihr überhaupt Ahnung von Sport oder Nationalismus? Die sollen lieber fragen, warum ich so gut aussehe. Also ich glaube, Herr Schröder war ein bisschen, ich glaube, er hatte so einen leichten Hangover, weil er hat wirklich lange gebraucht. Also klar, jeder von uns hat lange gebraucht. Der hat noch aber noch. Nein, ich glaube, das war für den einfach so, was ist das für eine Frage? Ja, war auch so, aber der hat noch vernünftig reagiert. Ja, der hat nur einen Nebensatz gesagt, so, er ist eine Nationalmannschaft. Ja, das ist peinlich, wirklich peinlich. Das sind Leute, die haben überwiegend studiert und keine Ahnung, was alles. Das Falsche. Journalismus kannst du ja nicht so wirklich einfach... Kannst du das so als Quereinsteiger? Ja, heutzutage kannst du alles. Du brauchst nur 3 Instagram-Videos machen und schon bist du ein Journalist. Habt ihr gehört von dieser UN-Vollversammlung? Von Zelensky? Wo rausgekommen ist, dass sehr viele Politiker voll waren. High-End-Escort-Frauen von über 100.000 Euro bestellt für die Nacht. Und ist alles rausgekommen. Ja, das machen die ja in Davos auch, da wo diese World Economic Forum, da werden extra Prostituierte eingeflogen. Eingeflogen. Teuerste VIP-Zimmer immer gebucht damit, und danach extra Frauen. Da habe ich den Kommentar gesehen, das muss ich wahrscheinlich auch wieder beepen, Mr. X, ne, aber meinst so, before the fuck the world, fuck the house. Geil. Mach einfach einen ganz langen Piep und dann wie wir lachen. Da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, wegen der Vollversammlung. Habt ihr das von Zelensky gesehen? Zelensky ist ja diese Woche zum UN-Sicherheits... nach New York zum UN. Rad geflogen und hat eine Rede gehalten. Ich sag mal so, die Beteiligung der Leute, die vor ihm saßen, waren sehr niedrig. Ne? Typisch, weil die meisten da nicht hingehen und manchmal gucken sich halt nur die Aufzeichnung an. Aber er hat halt, wenn du halt da reden darfst, dann wird das wohl ernst genommen. Und dann hat sich das ukrainische Fernsehen diese Rede genommen und hat natürlich dagegen geschnitten, wie man so im Fernsehen macht, Archivbilder. Das Problem ist, in einem von dem Bild saß Zelensky im Publikum. Oh Gott. Ich sag dir, diese Medienwelt ist so dilettantisch, so doof. Und trotzdem machen Leute so viel Geld, weil sie einfach nur doof sind. Als ich diesen Artikel gelesen habe über die Vollversammlung UN und so alles,
stand da auch, dass Escortfrauen aus Städten wie Las Vegas und Europa eingeflogen werden. Da habe ich mir auch gedacht, was ist denn wie Las Vegas und Europa? Das ist Europa eine Stadt? Europa ist eine Stadt. Ja, letztens hat doch so ein Straßenquiz stattgefunden. Da ist jemand, so eine junge Leutin in Amerika hingegangen und gefragt, zeigt Amerika, ne, die Landkarte. Welches Land ist das? Italien? Ja, Brasilien? In Amerika. Kann keiner drauf, dass es Amerika ist. Die sind total verpeilt. Die sagen, nenn mir drei Städte oder drei Länder in Europa. London, Paris. England. Die sind einfach, die haben keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Aber nicht nur in England, das ist mittlerweile in Deutschland genauso. In Deutschland auch so. Die sind alle, die haben gar keine Ahnung von Geografie. Pisa. Der eine macht auch so ein Straßeninterview und dann fragt er, wer ist unser Bundeskanzler? Das Mädchen so, Adolf Hitler? Was? Dämlich. Ja, die sind echt, also Allgemeinwissen ist leider auf so einem Pisa. Niveau. Aber auf jeden Fall, ich wollte einmal was Richtiges ansprechen, was Wichtiges. Ja, eigentlich, dass ich gut aussehe, verdammte Kacke. Nein. Jetzt bin ich mal gespannt. Hau raus. Also heute ist der 22. September. Morgen soll ja was passieren. Und bei Ausstrahlung ist es der 24. September. Ja. Yeah. Und morgen, ja, soll also was passieren. Ausstrahlungstermin gestern, hatte ich vor einem Jahr meinen krassen Unfall. Das ist schon ein Jahr her. Mhm. Aber ich habe gehört, dass morgen was passieren soll. 23. Ja, ja. Das Problem ist, es ist aber sehr... Das war letztes Jahr, als das passiert. Letztes Jahr hatte ich meinen krassen Unfall. Ja, aber ich meine, jetzt was anderes. Auch in der ganzen Hollywood-Film, ne? 23.2023. Die Zahl 23 mit Jim Carrey und so. Oh. Number 23. Ja, auf jeden Fall. 23. November 2023, Dritter Weltkrieg. Aber jetzt auf laut der ganzen TikToks, die man jetzt immer mehr inflationär sieht, es soll wohl morgen, ne, große Orkane ziehen wohl auf der Küste von England und Verwüstungen. Und also morgen soll... Also wenn das ausgestrahlt ist, wisst ihr mehr als wir, was wir jetzt... Ich weiß nur, dass morgen... Das mein einjähriger ist, also mein neuer Geburtstag ist, sagen wir so. Ist im Leben davon gekommen. Eins. Aber das Leben davon gekommen. Bei dir war das ein Freitag, ne? Das war ein Freitag, ja. Ja, deswegen weiß ich noch. Ja, Schock. Das war schon ein krasser Unfall. Und das wollte ich nur nochmal ansprechen und sagen, das war vor einem Jahr. Das ist zu krass. Aber man kriegt mich nicht so schnell tot. Das war, wie ich die Nachricht auch bekommen habe. Get me. Denn was tot ist, kann niemals sterben. Hallo Mo, wie geht's? Ich so, gut und selbst? Auch. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber mehr saß im Krankenhaus. Ich so, hä? Wer war's? Will ich nicht sagen. Damn. Aber ein Jahr. Time flies. Ja. Time flies. Ja, deswegen muss ich nochmal bei Time flies. Das war jetzt die Geschichte? Ich wollte es nur mal ansprechen. Ein Jahr her. Kurz zum Background. Der wurde von einem Motorrad angefahren. Von hinten. In den Rücken gefahren. Stand auf der Straße und mir ist von hinten ein Motorrad in mein Kreuz gefahren. Und ich bin da 3 Meter durch die Luft geflogen, habe nicht mehr geatmet und mir wurde gesagt, dass ich da geröchelt habe und dann war mein Atem weg und ich habe geträumt, dass ich nicht mehr aufstehen will und dann wurde mein Kopf irgendwie gerade gebogen, weil entweder kriege ich keine Luft mehr oder die brechen mir den Nacken und als ich dann so irgendwie den Kopf gerade hatte, dann war ich wieder da, ja, und dann war ich wach und ich wusste, was passiert ist und mein erster Gedanke war, oh mein shit, meine Füße, mein Rücken, meine Beine tun weh und meine Kinder, ich hoffe, ich bin nicht querschnittsgelähmt. Und dann konnte ich meine Beine bewegen und ich so, Gott sei Dank. Und mein Auge wurde notoperiert. Ja, Gott sei Dank, ich wollte nur sagen, ein Jahr her. Schon krass, ne? Die Zeit schnell. Ich meine, wenn ich jetzt die Frage stelle, wird wahrscheinlich jeder sagen, das ist ja zu offensichtlich, die Frage gestellt. Aber wenn man jetzt mal einfach mal neutral reingeht und sagt, ein Kampf zwischen einem Bär und einem Schwein. Wer überlebt? Wer würde das überleben? Schwein. Ich würde sagen, der hat Schwein gehabt. Ich würde sagen Bär. Also weil der Bär wird definitiv kann. Überleben. Ich würde sagen Schwein. Der kann Wrestling. Der kann Sambo. Wenn er schon so die Frage stellt, dann ein Schwein. Ich glaub, noch von, weil der hat Schwein gehabt. Ja, kommt drauf an, wenn ein Bär gegen Ferkel kämpft. Ferkel nicht. Vettel. Also ist jetzt quasi, ne, der Bär hat irgendwie Langeweile. Der will den fressen. Black Bear und Two Pigs heißt das. Aber komm, der wedelt mit dem Schwanz. Das weiß man bei Schweinen wahrscheinlich nicht. Man weiß ja nicht, ob das eine Abwehrhaltung ist oder nicht. Auf jeden Fall hält sich das ein bisschen lange und dann plötzlich geht es halt hier, ne, geht der mal rüber und will mal lass schauen. Wie dreckig der ist. Ja, rüber. Dann lass uns spielen, sagt er. Kennen Sie den, Mr. X? Der will den noch fressen, oder? Nur auf nicht der ich dachte Dieter? Vielleicht, keine Ahnung, Steuerberater oder so. Hier ist der Herbert. Ja. Guck mal, wie der Herbert auf dem Zaun sitzt. Oh, der ist runtergefallen. Wie heißt deine Frau? Frau Bert? Na gut, könnte von mir sein. Aber passiert doch nichts. Manson, Ma'am. Ja, das Problem ist, ich kann das leider nicht vorspulen. Ich hätte es runterladen müssen.
Da, boah, das war Magie, habt ihr gesehen? Oh, boah. Und jetzt oh, hier. Oh, richtig getaggelt, Junge. Und jetzt kommt noch der Freund aus dem Stall und sagt so, was ist denn hier los, Freunde? Boah. Attacke. Und der Bär direkt so, was ist denn? Was? Ich will nur nicht spielen, ich will nur nicht fressen. Boah. Der arme Bär kam in Frieden. Schande für unsere Zumpf. Ja, aber vielleicht hat er sich nur zurückgehalten. Der Bär, weißt du? Ja, vielleicht ist er Pazifist. Peinlicher direkt Kerl. Direkt hinten so, hau ab. Da hinterher noch gerufen, hau ab und peinlicher so. Kerl. Vielleicht will er einfach den Schweinen nichts tun. Ja, ich sag's ja, nur spielen. Ne? Weißt du? Vielleicht ist der so, lieber bin ich ein Krieger in einem Garten, als ein Gärtner in einem Krieg. Boah, das war ein gutes Schlusswort. Adios, ciao, bis zum nächsten Mal. Der Samen ist gepflanzt.